ganzen Wichser mich für wahnsinnig hält. Denn am Ende des Tages ist es nur die Wahrheit, die zählt. Ihr habt uns seit den Nazi-Tagen alle 4 Jahre gewählt. Und ich stelle dir die Frage, was erwartest du selbst? In dieser Welt scheint das eine Prozent verschwägert zu sein. Wenn du dich wirklich damit beschäftigst, gefriert dir die Seele zu Eis. Freimaurer, scheiß auf diesen satanistischen Pedo-Verein. Lasst uns ruhig durch eure Medien weiter dämlich erscheinen. Sagt Erich und Heinz, dass sich beschweren und schreien Merkel, das Schwein. Doch auf eure Berichterstattung gebe ich ehrlich den Scheiß, wir sind gefährlich. Ich weiß, denn wir glauben nicht das, was uns die Zeitung oder der Fernseher zeigt. Gas, nice, nice, wir sind nicht steuerbar. Durch euch Geistesparasiten, die in Lifestyle-Magazin die Meinung der meisten generieren. Sie lassen sich durch inszenierte Scheiße infizieren, um gemeinsam auf allen Vieren Leistung zu erzielen und dafür Scheine zu kassieren, die sie wieder in denselben Kreislauf investieren. Der Rest landet gepeinigt im Kreis der Diffamierten, denn irgendein Heinrich schreibt ein paar Zeilen in seinen Artikel. Es wird zigtausendfach geteilt und für die meisten reicht der Titel. Doch die Spitze der Hochfinanz hinterlässt in jedem Rohstoffland, das nicht nach ihren Noten tanzt. Roten Sand umreisen Millionen an, die Kompensation verlangen. Und wenn die Nation dann zankt, kommen Moderatoren wie Lanz oder ARD-Kommentatoren und wenden Hypnose ein. Schon ist die Quote so entspannt wie Meditationszustand und plappert alles nach, was Presse und Fernsehstation entstammt. Es fängt schon damit an, dass Pop-Idole okkulte Symbole verwenden. Die Kids schon von Disney und Nickelodeon kennen. Das hat für mich nicht viel zu tun mit Kunst und Modeverständnis, sondern ähnelt meiner Programmation ab den Pampers, die chronisch verblendete Masse nimmt nur grob davon Kenntnis, wie Koma-Patienten dieser von Dämonen gelenkte Globus entfremdet sich zu einem Hypnose-Gefängnis. Im Groben beschränkt sich das logische Denken des Großteils der Menschen, Dopaminmengen in Belohnungszentrum und Großhirn zu senden, um bloß kein Gedanken an die Situation zu verschwenden. Denn wo wird das enden, wer diese Nation nicht zu ängstlich aus der Wohnung zu rennen und den Revolutionen gegen die da oben zu kämpfen? Doch da kommt die Hobby-Politologin an psychologische Grenzen, denn das schafft er nicht ohne an Pogrome zu denken. Doch ihr Idioten verheddert euch in Intellekt. Aktueller Fachsimpelei, ich frag mich nur, warum ihr in der Essenz dann so schwachsinnig seid. Was ihr aus dem Internet kennt, ist in der Praxis vorbei. Ich seh nur Kinder, die flennen, wenn es drum geht, erwachsen zu sein, die immer an den Fakten verneinen. Da ihr pseudo-links gewendete Flachzangen seid, gefangen in dem Komplex des Geschlechts und Rassenausgleichs. Euer Max würde instant nur lachen und weinen, sich ins Dach hängen. Doch nein, ihr seid ein richtig krasser Verein, schreit Antikapitalister, doch stiftet imperiale Abhängigkeit. Und auf jeden Schwachsinn, den euer Politfachmagazin schreibt, wird zwar, dass Adolf die Macht an sich reißt. Ah! Yeah.